Wir sind heute mal wieder mit unserem LKW unterwegs. Sag mal guten Morgen, René. Guten Morgen. Nee, wir fahren eigentlich nur eine ganz kurze Strecke um die Ecke. Und zwar habt ihr in dem ersten Video zu meinem RS4B7 ja schon mitbekommen, dass ich dort einen neuen Motor einbaue und dass diese Autos Probleme mit dieser Ventilverkokung haben. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir, bevor wir den Motor einbauen, den auf jeden Fall noch einmal reinigen. Das heißt, wir machen so eine typische Bedi-Reinigung und diese machen wir direkt bei uns um die Ecke bei dem Tillmann von der S-Klinik. Der ist nämlich absoluter Spezialist, was das angeht. Und deswegen fahren wir da jetzt einfach mal hin und gucken mal, was der Gute so zu sagen hat. So, wir sind bei Tillmann von der RS-Klinik, wie man dezent hier im Hintergrund sehen kann, angekommen. Plan ist heute, diesen Motor zu reinigen. Ja. Das ist Tillmann. Hallo. Der wird das Ganze heute machen. Viele von euch kennen ihn bestimmt schon aus dem einen oder anderen Live-Video von früher. Ich war ja schon mal mit dem Kombi hier. Das ist mittlerweile, glaube ich, schon wieder... 2 Jahre. Ja, ich würde eher sagen 3 Jahre und okay. Bestimmt 40.000, 60.000 Kilometer oder so in Dreh. Ich glaube, damals hat er irgendwas 340.000 oder so in den Dreh. Ja, kann sein, 360 oder so. Ja. So, damals haben wir schon mal eine Bedi-Reinigung an dem Auto gemacht. Allerdings, damals war der Motor eingebaut. Und jetzt wollen wir das Ganze an dem neuen, frischen Motor ausgebaut machen, weil das Ganze natürlich ein bisschen einfacher ist. Ja, Tilly, erstmal zu dir als Person. Das Coole ist, wir müssen mal nicht weit fahren, es ist wirklich direkt um die Ecke. So. Du machst ja eigentlich die RS-Klinik. Ja. Wie lange schon? Ende 2012. Seit Ende 2012. Du bist gleichzeitig aber auch noch Ingenieur bei VW. Ja. In der Entwicklung in Wolfsburg seit 2008 ungefähr. Also rund um die Uhr fleißig quasi. Ja. Weil das klingt auf jeden Fall nach jeder Menge Arbeit. Ich habe anfangs nur Softwareoptimierung gemacht. Dann habe ich mir vor 4 Jahren B7 gekauft, RS4 aus Nürnberg. Und habe mich dann halt in diese ganze Thematik FSI, Verkokung eingearbeitet, Software optimiert. Das Auto hat, glaube ich, 80, 90 Datensätze gekriegt, bis er zum Schluss dann für mich fertig war. Also du hattest auch so ein B7 mal. Genau. Selber und genau aus dem Grund, eigentlich bin ich kein B7-Fan gewesen, ich war immer B5. Also ich habe auch noch einen RS4 B5, den grauen bzw. Avos-silbernen. Ich war nie B7-Fan, ich habe eher drüber mich lustig gemacht, ja, weil die halt nicht fahren. Aber habe mich dann dazu entschieden, einen zu kaufen, weil ich einfach der Meinung bin, wenn man selber das Fahrzeug hat, kann man mehr Erfahrung sammeln, lernen und viele Sachen umsetzen und halt auch viel ausprobieren. Und da ich Ingenieur bin und manchmal ganz gute Ideen habe, kann man das halt am eigenen Auto ausprobieren, weil an Kundenautos geht es nicht. Warst du unterm Strich zufrieden mit dem B7? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue ihm hinterher, weil das Auto ist einfach eine Spur alterstauglicher als der B5. Mhm. Und er macht allein vom Klang, Fahrverhalten, Getriebe, Fahrwerk meiner Meinung nach mehr Spaß. Es fehlt halt Leistung, klar. Die Dinger sind nicht langsam, ne? Also wenn man jetzt so Zeiten betrachtet, als ich... Wenn ich zum Beispiel einen Verkokten kriege, haben die so 370, 360 PS, wenn die 80, 90.000 gelaufen haben. In dem Dreh kommt auch ein bisschen drauf an, wie die genutzt werden. Das können wir vielleicht noch später drauf kommen. Wenn wir das auseinandergebaut haben, kann ich ein paar Sachen zeigen und meine Erfahrungen quasi preisgeben. Aber wenn die verkokt sind, wie gesagt, 360, 370 PS, dann fahren die so 12,3, 12,500, 200, was jetzt nicht sonderlich schnell ist. Wir sind 13,3 zu zweit gefahren. Genau, wenn ihr... Ja, mit dem verguckten Modell. Ui, okay. kommen wir gleich alles zu, habe ich schon vorbereitet. Hier gibt es Magnetventile, gehen gerne undicht. Hier sind Saugrohrklappen drin, fallen die zu. Gar keine Leistung mehr. Dann hat der 300. Das passiert auch häufiger mal. Wenn ich den zerlege, kontrolliere ich aber immer halt die ganzen Ventile, weil ich weiß, dass die kaputt gehen können, weil die hier vorne im Spritzwasserbereich sind. Und dann, wenn er gereinigt ist, wieder zusammengebaut sind, haben die normalerweise ihre Leistung auch. Dann kommt man so in die Region 11 Sekunden, wenn er gereinigt ist, Serienleistung. Und ich hatte zum Schluss mit E85 habe ich getestet, habe den drauf abgestimmt, bin gefahren 9,4 oder sowas mit 20 Zoll und mit einem Avant, der nicht ganz leicht war. Ja, ja. Also das fand ich schon enorm, weil das ein Sprung von fast 3 Sekunden waren. Letzte Frage zu dir als Person. RS-Klinik, machst du nur Audi oder alles? Mittlerweile bin ich ja schon bekannt geworden. Es kommen auch aus Europa mittlerweile Kunden zu mir, Slowakei. Ich habe jetzt demnächst einen Belgier.
Ich habe mich wirklich darauf spezialisiert, nur noch RS-Modelle zu machen, S-Modelle. Ich kriege viele Anfragen, auch Reinigungen hinsichtlich 2 Liter TFSI, aber das schafft meine Kappa ist einfach, das geht nicht. Also ich würde es gerne machen. Ich habe mich aber dagegen entschieden, jemanden einzustellen. Hat verschiedene Gründe, können wir auch nochmal drauf eingehen. Aber ich mache aktuell fast nur noch S- und RS-Modelle. Im Moment reinige ich nur die V8 und die V10-Sauger im S6 oder S8. Das ist der Nachfolger vom B7. Da habe ich halt auch viel getestet. Den werde ich auch nochmal zerlegen. Vielleicht schaffen wir das nachher noch, dass ich den zerlege, dass wir mal reingucken können, wie die verguckt sind. Weil ich halt auch immer häufig Anfragen habe, ist es nötig zu reinigen, ist es nicht nötig. Und ich habe, seitdem ich den gekauft habe, vor 2 Jahren, habe ich den noch nicht zerlegt. Das können wir vielleicht zusammen machen nachher, geht relativ zügig. Aber ich werde jetzt dazu nehmen den 5-Zylinder im RS38P und den V6 Kompressor im S4B8. Mhm. Die werde ich auch mal in nächster Zeit machen, weil mich das selber interessiert, wie weit die verguckt sind und weil ich da halt immer mehr Anfragen kriege. Ich strahle nicht, also ich nehme weder Walnussgranulat noch Trockeneis. Ich reinige wirklich mit der Hand, ich kratze es raus, sauge es dann ab. Da ist noch ein Staubsauger, so ein Allessauger, womit ich es absauge. Mhm. Und dann habe ich mir über die 4, 4,5 Jahre, die ich jetzt die Reinigung mache, einen Chemiecocktail angemischt, mehr oder weniger, den ich dann reinfülle, der ein bisschen einweichen muss. Deshalb steht da auch ein Wasserkocher, damit der ein bisschen warm wird, weil dann arbeitet er besser. Der löst halt diese Kohlenstoffatome oder diesen Koks, der da drin ist, löst er halt an und den kann man dann aussaugen. Was? Die Leute kennen diese Reinigung ja alle unter dem Namen BEDI-Reinigung. Genau. Für was steht das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Also eigentlich ist dieser Begriff BEDI, das ist eine chemische Reinigung. Das heißt, es gibt eine Firma, die ein Tool und Reiniger anbietet, die während des Motorlaufs mit erhöhter Motordrehzahl diesen Reiniger ganz dünn vernebelt einsprühen. Das setze ich überall ran. Da muss man ein bisschen warten, Motor wieder ausmachen, das muss man wiederholen. Und anschließend fährt man dann auf Autobahn, Pedal to the Middle, also viel Luftmasse, dass er halt das, was angelöst wurde, mitverbrennt. Mhm. Das ist eigentlich diese BEDI-Reinigung oder diese chemische Reinigung. Mittlerweile nennt es aber jeder BEDI-Reinigung. Ich habe auf meiner Seite viel beschrieben, auf der Internetseite. Versuche auch Transparenz, also alles zu zeigen, zu erklären, was ich tue, die Hintergründe, weil es eigentlich keine Hexerei ist. Und ich nenne es wirklich immer nur mechanische Reinigung oder chemische Reinigung. Ich biete die chemische Reinigung aber fast nicht an. Okay, das heißt, wir machen heute beides zusammen, mechanisch und chemisch. Dafür muss als allererstes die Ansaugbrücke runter. Das machen wir jetzt und dann geht's weiter. So, die Ansaugbrücke ist immer das Teil, was ab muss, weil wir wollen ja an die Einlasskanäle. Jetzt brauchen wir als allererstes mal eine Lampe. Und dann zeigt der Tillmann euch mal, um was es heute eigentlich geht. So, wenn ihr da jetzt reinguckt, ich weiß nicht, wie es am besten ist. Wir nehmen auch gleich noch diese Bleche raus. Sieht man halt schwarz, Kohle, sieht nicht so gut aus. Wobei ich jetzt auf den ersten Blick sagen würde, der Motor hat noch nicht so viel gelaufen. Also weil, angeblich soll er erst 20.000 gelaufen haben. Weil diese Verkokung halt über Laufleistung ja, mehr wird. Diese Bleche sind dafür da, den Ansaugkanal zu teilen, weil der Motor über ein Schichtladungsprinzip verfügt. Das heißt, im Teillastbereich, um weniger zu verbrauchen, wird nur bei geringer Füllung wird das in der Ansaugbrücke sind Saugrohrklappen, die zugehen und dann strömt die Luft nur auf einer Seite durch. Hier sind diese Klappen, die ist Unterdruck gesteuert. Unterdruck wird aus dem Saugrohr genommen, geht hier über Ventile, die gehen gerne mal kaputt. Und dann wird hier die Saugrohrklappe halt auch aufgestellt unter Volllast. Im Teillast ist es so, dass es zu ist oder beziehungsweise nur halb auf ist und dann strömt nur über diesen kleinen Querschnitt die Luft und wird, wenn die aus Ventil trifft, gibt es so ein Tumble, eine Verwirbelung, sodass der Brennraum bei Kolben UT nicht komplett befüllt ist mit frischer Luft, sondern nur ein bestimmter Bereich und dann wird weniger eingespritzt. Das heißt Wirkungsgradoptimierung, Verbrauchsreduzierung. Wenn man will, kann man diesen Motor, also ich habe den selber im Alltag betrieben,
Wenn man will, kann man den mit 9,5, 10 Liter fahren. Mhm. Weißt du vielleicht auch selber, wobei bei dir werden es eher 20 sein im Alter. Nee, ich glaube, seitdem ich ihn habe, steht da glaube ich 13,7 bei mir. Ja, das ist schon relativ flott bewegt dann. Also klar, wenn man schneller fährt, aber ich bin mal mit dem zum Wörthersee gefahren, 1000 Kilometer auf dem Rückweg. Weiß ich nicht, Schnitt 144 und der hatte 12 Liter oder so. Also man kann ihn sparsam fahren. Der Motor ist mit dieser Direktanspritzungstechnologie auch darauf ausgelegt. Was halt gerne passiert ist, hier ist nur so ein Kunststoffhebel drin. Hier unten ist eine Welle drin, wird über diese Unterdruckdose angesteuert, dass zwischen dem Hebel und den Klappen Spiel drin ist. Das heißt, wenn der Hebel fest ist, kann man die Klappen hin und her bewegen. Das ist bei dir nicht der Fall, weil das alles noch neu ist. Das ist dieser Saugrohrklappenfehler, der immer kommt. Mhm. Viele sagen immer, es liegt an der Verkokung. Nein, es liegt nicht daran. Das liegt einfach daran, dass das Ding, weiß ich nicht, über Lebenszeit hunderttausende Male angesteuert wird und einfach das Spiel zwischen Hebel und Welle, weil Welle ist aus Metall, Hebel aus Kunststoff wird größer. Gibt es bei 3034 Motorsport, gibt es den Hebel in Metall, kann man tauschen, muss aber alles zerlegt werden. Das heißt also, diese Klappen sind rein für, ich sag jetzt mal, Verbrauch und Optimierung und nicht für Leistung. Genau, geht um Abgas. Der Motor hat ja das Problem mit dieser Verkokung aufgrund von dieser internen Abgasrückführung über Ventilüberschneidung. Das hat keinen Leistungshintergrund, das ist eine Abgasgeschichte. Und diese Klappen sind dafür da, den Wirkungsgrad im Teillast zu optimieren oder zu vergrößern und dementsprechend geringeren Verbrauch zu haben. Jetzt kannst du noch mal reinfilmen, weil es jetzt besser ist, weil die diese Bleche nicht da drin sind. Jetzt sieht es auch gleich viel wüster auf, gerade wenn man so auf die Ventile guckt. Ja. Was genau ist das überhaupt, was da drauf ist? Also der Motor hat ja eine Kurbelgehäuseentlüftung. Die wird hier oben an den Köpfen, zieht er quasi Blow-by-Gase und diesen Ölnebel aus dem Motor ab. Gesetzlich vorgeschrieben, darf nicht in die Umwelt. Alte Motoren haben Kurbelgehäuseentlüftung noch frei in die Umwelt. Bei dem wird das dann über ein Geweih in diesen Ölabscheider. Ich habe den hier nochmal einzeln. Das Öl kommt hier rein. Dann sieht man hier ja, so Zyklonabscheider, das heißt, das Öl, die Ölluft, die angesaugt wird, geht hier durch. Das Öl scheidet sich hier ab, unten in dieses Reservoir und fließt dann wieder zurück in den Block rein. Und hier ist der Abgang ins Saugrohr. Und darüber kriegt er diese Öle ins Ansaugrohr rein. Problem ist, hier ist eine Membran drin mit einer Feder. Ich hatte auch schon Motoren, wo das hier auf Dauer offen gestanden hat. Dann war es so, dass man diesen Öleinfüllstutzen während des Motorlaufs nicht aufgekriegt hat, nicht mal mit der Zange. Also der saugt dann richtig Unterdruck, quasi Unterdruck, was im Saugrohr ist, weil Drosselklappe zu ist. Und dann kriegt man das nicht auf. Das kann dazu führen, dass das Ding anfängt zu pfeifen. Mhm. Viele sagen dann immer Steuerkette, aber es ist der Ölabscheider. Da habe ich, glaube ich, auch ein Video bei YouTube drin. Das heißt, Audi hat sich damals schon richtig Gedanken gemacht. Also denen war schon bewusst, dass da scheinbar Ölnebel aus dem Motor rauskommt. Ja. Und weil es ist ja schon ein bisschen aufwendiger Ölabscheider. Das ist ja nicht so ganz normal, sondern schon... Ja. Also ist nicht so, wie wir es kennen beim B5, einfach nur Ventil, wenn Unterdruck ist, zieht er an. Also wenn genug Unterdruck ist, geht das Ventil halt auf über diese Feder. Wenn nicht so viel Unterdruck ist, zum Beispiel unter Volllast, drückt er die Luft nicht zurück. Also deshalb ist das diese Membranventil da drin. Das ist schon ein bisschen aufwendiger, klar. Problem ist aber, der hält nicht alles auf. Es kann sein, dass hier unten die Leitung verstopft durch Verkuckung, weil das sitzt hier hinten in dem Bereich, wo natürlich auch Krümmer ist, wo es warm ist. Das Öl, diese Verkokung ist nichts anderes, dass dieses Öl sich überall niederschlägt in die Ansaugung und dann über diese interne Abgasrückführung, also Einlassventil öffnet schon, wenn Kolben noch hochgeht nach der Verbrennung und schiebt quasi die Abgase in die Ansaugung zurück. Deshalb ist die Saugbrücke auch aus Alu, weil wenn man die aus Kunststoff bauen würde, sie wegschmelzen. Also man hat schon relativ hohe Temperaturen in der Saugbrücke dann. Und diese heißen Abgase treffen auf das Öl, Weichermacher gehen raus, nennt sich Cracken, und dann setzt sich diese Ölkohle ab, dieses Schwarze, was man sieht. Was die Leistung angeht, ist das, was außen in dem Bereich, in der Ansaugung dran ist, was man jetzt so sieht, außen den schwarzen, diese schwarze Schicht, ist gar nicht so schlimm, weil das den Querschnitt nur ein bisschen verringert. Was schlimm ist, ist dieser Knubbel auf dem Ventil. Auf dem Ventil, ja. Genau, das kommt dadurch, dass das Ventil hoch und runter geht. Oben ist der Ventilschaft. Alles Öl verteilt sich auf dem Ventil. Wenn das Ventil zugeht, wird es runtergedrückt und dann drückt sich das halt bis unten zum Ventilteller runter und bildet halt da dann diesen Knubbel. Wenn das Ventil dann auf ist, geht
ist dieser Globel genau in diesem Kreisringquerschnitt, der die Fläche quasi zum Lufteinlass in den Brennraum definiert. Und da ist der Leistungsverlust, weil es ist ein Saugmotor, der lebt davon, so viel wie möglich Luft zu bekommen, über diesen Kolben-Runter-Effekt zieht er Unterdruck, Luft strömt rein, ist da was im Weg, geht halt nicht so viel Luft rein, fehlt Leistung. Ist bei den Motoren auch gut nachvollziehbar, wenn man eine Leistungsmessung zum Beispiel macht. Im unteren Bereich haben die immer fast volles Drehmoment, aber das verläuft mit steigender Drehzahl, geht diese Drehmoment runter. Drehmoment bei Drehzahl ist Leistung, dementsprechend sieht man das auch auf dem Leistungsdiagramm, ob der Motor verkokt ist oder nicht. Also ich mittlerweile. Liegt das jetzt, also kommen diese Verkokungen nur deswegen, weil es ein Direkteinspritzer ist und einfach der Kraftstoff in der Ansaugbrücke fehlt? Oder hat das noch eine andere Ursache? Normalerweise, früher war es so, wir hatten MPIs, also Saugrohreinspritzer, die Einspritzventil quasi vor dem Einlassventil platziert und da gab es ja auch schon Kurbelgase, Lüftungsgase mit den Ölnebeln, die sich da abgesetzt hat. Durch das Einspritzen des Benzins wurde es aber freigereinigt. Jetzt ist es bei dem Motor aber noch so, klar, alle FSI verkoken, der besonders stark wegen dieser internen Abgasrückführung, wegen dieser Überschneidung, weil halt einfach die Ansaugung quasi bis, das sieht man auch in der Saugbrücke, so ungefähr 10 cm ist alles schwarz, danach ist halt nur noch Öl. Warum haben diese Motoren diese Überschneidung? Also diese ich sage jetzt bei internen Abgasrückführung, also das ist rein wegen genau, Abgasnormen, Vorschriften. Emissionen runterbringen. Jetzt in die Verbrennungsmotorkunde quasi rein. Wenn man die Verbrennungstemperatur erhöht, gehen die Stickoxide runter. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Das ist schon ein paar Jahre her, das Studium. Und wenn man jetzt über diese Ventilüberschneidung die alten Abgase in den Ansaugungen wieder reindrückt, dann wieder ansaugt, erhöht sich ja schon die Temperatur im Brennraum vor der Explosion, dementsprechend danach auch. Mhm. Und damit kriegt man die Abgase runter. Das heißt, man kann diese Ventilüberschneidung verändern. Das ist auch ein Teil dieser Antiverkokungssoftware, die ich anbiete. Ich habe jetzt mittlerweile 2 Jahre an meinem eigenen Auto und an verschiedenen Kundenfahrzeugen, ausgewählten Fahrzeugen halt auch experimentiert. Es bringt was, aber es ist nicht zu vermeiden, weil dieser Reinigungseffekt fehlt. Nicht da ist, ja. Das heißt, es bringt was, bedeutet, da werde ich in dieses Jahr auch nochmal drauf eingehen, dass die Verkokung nicht so stark ist. Also wenn ich das jetzt hier, wenn wir das gleich reinigen, ich habe da so Edelstahl-Zahnarztwerkzeug, nenne ich es immer, womit ich das runterkratze, da merkst du auch richtig, das ist richtig knallerhart. Wir können auch gleich mal 1-2 Stücke rausholen. Das ist richtig so eingebrannt. Genau, eingebrannt. Und bei dieser Antiverkokungssoftware ist es so, dass die Temperatur im Ansaugbereich reduziert wird, weil die Ventile nicht so lange offen sind in diesem Teillastbereich. Unter Volllast muss man es machen, weil es halt auch so eine Resonanzaufladung in der Saugbrücke gibt. Das heißt, bei hohen Drehzahlen muss man sich vorstellen, Abgase strömen wieder zurück in die Saugbrücke. Da kommt die Luft über den Luftmassenmesser, über den Luftfilter in die Saugbrücke rein. Die beiden stoßen aufeinander, gibt es ein bisschen Druckerhöhung und das führt dazu, dass die Füllung größer ist. Mhm. Also unter Volllast die Überschneidung rauszumachen, würde Leistung kosten. Wir können hier noch einmal kurz zeigen. Hier sieht man ganz gut, bei den Direkteinspritzermotoren sitzt quasi der Injektor. Der geht bis in den Brennraum rein und spritzt wirklich den Sprit direkt in den Brennraum auf den Kolben. Bei den früheren Saugrohreinspritzen würde halt die Einspritzdüse ungefähr hier stehen und würde halt mehr oder weniger in den Kanal dauerhaft reinsprühen, was natürlich mit Sprit auch gut reinigt. Ne? So, wir fangen jetzt einfach mal mit einem Zylinder an und reinigen den mal. Wie fängst du immer an? Was machst du da? Grundsätzlich muss ich dafür sorgen, dass die Ventile zu sind, damit nichts im Brennraum reinfällt. Das heißt, ich kann hier vorne über die Lichtmaschine den Motor quasi drehen. Bei diesen, Gott sei Dank, die Kerzen alle raus. Das heißt, ich kann jetzt hier gucken, dass das Ventil auf zugedreht ist. Genau, jetzt ist es geschlossen. Und dann sieht es so aus, dass ich so Zahnarztwerkzeug habe, so kleine Beitel, womit ich erstmal diese groben Dreck, der richtig an dem Ventil festbappt, abkratze. Ohne natürlich irgendwas zu zerstören. Dann sauge ich das ab und dann habe ich anschließend, wie gesagt, so einen Chemie-Cocktail mir in verschiedenen Spülgängen ausgedacht. Den fülle ich rein. Ventil ist ja geschlossen, sitzt im Ventilring, sitzt drin. Es kann halt keine Flüssigkeit durchlaufen. Das stelle ich da rein, lasse das ein bisschen einwirken und dann habe ich Bürstenaufsätze für meinen Akkubohrer, dass ich dann halt bürsten kann. Das und ist der mechanische Teil der Reinigung quasi? Genau, dann sauge ich diesen Chemie-Cocktail wieder ab. Und das mache ich dann 2-3 Mal, bis es halt wirklich picobello sauber ist.
bis dann halt wirklich alles raus ist. Und dann kann man, wenn man dann schon gereinigt hat, weil jetzt sieht man es schlecht, kann man halt nochmal im Ventilsitzring nochmal ganz vorsichtig mit einem ganz dünnen Kratzer halt nochmal die Reste raus, sodass dann halt wirklich picobello sauber ist. Das sieht man ja auf den Bildern immer. Okay, dann lass uns mal anfangen. Dann fangen wir mal an. Dafür muss ich erstmal die anderen alle zumachen, damit da nichts reinfällt, weil man kann den Motor nicht so drehen, dass alle Ventile zu sind. Das heißt, ein oder zwei Zylinder, da stehen die Ventile immer offen und da muss man natürlich dafür sorgen, dass da nichts reinfällt. Ich habe früher auch mal Walnussgranulat gestrahlt, aber da ist es eine Riesensauerei, da hat man überall dieses Granulat nachher und ich habe mich jetzt einfach darauf spezialisiert, diesen Reiniger zu nehmen. Ich bin der Meinung auch, dass es optisch und reinheitstechnisch den größten Erfolg hat. Also mit Strahlen hast du auch probiert, aber hat sich nicht bewährt am Ende. Ja, doch, klar kriegt man, also man kann ja auch, wie gesagt, oder wie man häufig liest, kann man auch die also Trockeneis strahlen. Aber beim Trockeneis ist es halt einfach so, dass man so viel, man kann es ja nicht absaugen, das heißt, dieser Dreck ist überall. Das heißt, ich muss den Motor abkleben, ich muss das Auto abkleben. Das ist nachher so ein großer Aufwand, dass ich jetzt quasi hier durch dieses Kratzen, was ich jetzt mache, also ich löse das, versuche das jetzt hier halt zu lösen, auch auf dem Ventilschaft. Ja, wir versuchen das mal bestmöglich so ein bisschen einzufangen, aber wir können das natürlich im engen Kanal. Ich glaube am besten, wir machen Fotos zwischendurch, was die einzelnen Schritte sind und dann Sieht ein bisschen so aus wie beim Zahnarzt. Also. Ja, das ist nur ein bisschen dreckiger, ist nur schwarz. Ich glaube beim Zahnarzt ist es eher rot, wenn man da so drin rumfuhrwerkt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. So, okay, also jetzt holst du erstmal wirklich das gröbste Zeug. Man sieht es, glaube ich, hier an dem... Ja, genau, hier sieht man es. Es ist halt diese Verkorkung, ne? Das ist Öl. Es ist halt teilweise auch noch schmierig, aber da sind halt auch richtig feste Bestandteile mit drin. Grundsätzlich so, häufig wird auch gesagt, ja, geht der Motor dadurch kaputt? Nein, geht er nicht. Also das hat jetzt... wird keinen Schaden nehmen, wenn er das ansaugt. Der Motor verbraucht halt mehr, der Motor läuft unruhiger, weil natürlich dieser Dreck auch teilweise auf den Ventilsitzring drauf fallen kann. Wenn er angesaugt wird, dann kann das Ventil nicht richtig schließen. Der Motor hat keine Kompression auf einem Zylinder, zack, hat er gleich einen Aussetzer. Die Motoren haben mittlerweile alle Aussetzererkennung, dann steht irgendwann mal Fehlerspeicher-Eintrag drin. Die Landeadaption, darüber kann man auch so ein bisschen gucken, wie verkorkt der Motor ist. Genau, bei mir kommt witzigerweise immer als Fehler, wenn die Motoren zugekorkt sind, ist, dass der Lambda-Wert da nicht mehr passt, ja. Und dann schmeißt er quasi immer Gemischadaption. Genau, ganz einfach zu erklären. Querschnitt geht zu, Wirkungsgrad geht runter, Gemisch wird fett, weil zu wenig Luft. Lambda-Sonde hier hinten misst, ich bin zu fett, mager ab, bis zum bestimmten Punkt. Wenn dieser Punkt erreicht ist, wird der Fehler abgelegt. Das heißt, ich sehe sogar an VCDS Adaptionswerten aus dem Steuergerät, ist der Motor verkuckt oder nicht. Also das ist auch eine ganz einfache Erklärung, ist auch total logisch. Und wir machen halt jetzt diesen Trick. Muss man nach der Reinigung die Adaptionswerte löschen zwangsweise? Ja. Oder kann man auch einfach fahren? Man kann auch fahren. Da braucht man so 100 Kilometer, dann die Adaptionswerte wieder, hat er sich wieder neu angelernt. Es ist sogar so, dass wenn man tankt zwischen den einzelnen Spritsorten, dass er da adaptiert. Ich hatte mal das Fist Control bei mir eingebaut und da sieht man halt auch schon Unterschiede. Ich mache es aber grundsätzlich bei dem Motor jetzt nicht, aber dass ich danach eine Probefahrt mache und auch eine Leistungsmessung und davor mache ich Adaptionswerte, Fehlerspeicher leer, kontrolliere alle wichtigen Messwerte, sodass ich mir sicher bin, dass ich da keinen Fehler gemacht habe. Bisher ist auch noch nie was passiert. Aber da deckt sich dann auf, ob zum Beispiel irgendwo ein Stecker nicht gesteckt ist oder ein Unterdruckschlauch oder was auch immer. Ja, und abschließend habe ich jetzt meinen speziellen Reiniger, den ich da jetzt einfülle. Und man wird gleich sehen, dass der ziemlich stark anfängt zu schäumen. Daran sehe ich dann nämlich, dass der funktioniert. Man sieht es jetzt an der Seite schon, da wird es schon ein bisschen weiß. Da bilden sich jetzt Blasen. Also dieser Reiniger greift halt die Kohlenstoffe an und löst die halt von der Zylinderwand ab. Quatsch, von der Ansaugwand ab. Es wird aber auch kein Material angegriffen. Also es löst nicht das Aluminium an.
das Ventil nicht an, Ventilführung wird nicht angegriffen. Es ist halt wirklich nur für das Öl. Man kann mit diesem Reiniger auch wunderbar Teile entölen. Normalerweise, wenn ich das im eingebauten Zustand mache, ist der Motor noch warm. Das heißt, ich versuche so schnell zu arbeiten, dass der Motor noch schöne Grundwärme hat, weil dieser Reiniger halt eine Temperatur braucht, damit der funktioniert. Je wärmer es ist, desto besser funktioniert das. Da sieht man so ein bisschen, wie so nach und nach immer mehr zum Rand hin sich der Schaum bildet. Ich saug das jetzt ein bisschen ab, damit es nicht zu viel wird. So ein bisschen wie so eine OP am offenen Herzen. Mit weißen Handschuhen. Das ist halt das, auch das Problem, dass ich vorher nicht abschätzen kann, wie lange es dauert. Weil das halt mehr oder weniger damit steht und fällt, wie gut die Reinigung durchgeführt werden kann. Also es gibt Motoren, da geht es rutziputz, da ist es auch wenig. Aber es gibt halt auch Motoren, gerade wenn sie kalt ist zum Beispiel. Ich hatte auch schon mal einfach nur Zylinderköpfe hier, das geht auch. Das heißt, wenn ihr einen zerlegten Motor habt, könnt ihr mir die Zylinderköpfe schicken oder vorbeibringen, auch dabei sein meinetwegen. Dann kann ich die halt auch im ausgebauten Zustand reinigen, das geht auch. Aber dann ist es halt kalt und dann dauert es halt einmal ein bisschen länger. Und weil man, je wärmer es ist, desto schneller geht's. So, das war jetzt der erste Zylinder. Wie ihr seht, ist das Ganze dann doch ein bisschen zeitaufwendig. Wir machen jetzt die restlichen 7 Zylinder, genau, beziehungsweise Tilly, und dann zeigen wir euch gleich das Endergebnis nochmal. Wir haben jetzt alle Zylinder sauber. Wir zeigen euch am besten mal das Ergebnis. Ja, sieht fast aus wie neu, ne? Mhm. So, diese Verfärbungen aus dem Guss sind auch alle weg. Man sieht wieder die glänzenden Ventile. Ist quasi po und tief rein. So, als nächstes geht es jetzt weiter mit den Flaps, genau. Flaps, genau. Aber es ist ja eigentlich keine Klappe. Wie heißen die eigentlich im Fachjargon? Ich nenne sie mal Flaps. Das sind die Saugrohr... Luftleitbleche. Ja, genau, richtig. Auf Deutsch heißt das Luftleitblech. So, die waren jetzt hier im Ultraschallbad. Genau, parallel im Ultraschallbad drin. Schön warm. Kann man jetzt einmal mit Wasser abspülen. Und die sind jetzt picobello sauber wieder. Ja, krass, wenn man sich überlegt, wie viel Mumpe da vorher drauf war, ne? Ja, und es ist vor allem ein schonendes Verfahren, weil es halt nur Ultraschallbad ist. Das heißt, das wird angeregt und der Reiniger reinigt halt über die Wärme, hier ist so ein bisschen was drauf, das ist schon alleine weg, über die Wärme mit dieser Anregung das Material halt ohne Abrasiv, also ohne dass irgendwie Material abgetragen wird oder so. Da muss nicht schleifen, nicht strahlen, nichts. Die sind jetzt dadurch, dass sie warm sind und die gebogen sind, sind sie natürlich ein bisschen weiter aufgespannt. Das heißt, die gehen nicht so leicht rein, wie sie rausgehen. Entweder lässt man sie ein bisschen abkühlen, aber ich werde die gleich noch ein bisschen mit freundlicher Gewalt da reinbringen. Das sieht auf jeden Fall genial aus. Ich persönlich kannte es ja schon von der letzten BD-Reinigung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir an dem Auto am Ende messen werden, weil es halt so ein frischer Motor ist. Ja. Dichtung sauber machen, drauf, Ansaugbrücke drauf, alles wieder zusammenbauen und in der Theorie mache ich dann eine Probefahrt, also Lernwerte löschen, Probefahrt und dann
kriegt der auch gleich auf den Kopf. Also Warmfahren und Leistungsmessung. Und daran sieht, also dann sehe ich spätestens, ob alles funktioniert. Es gibt halt ein paar Probleme. Das sind diese Magnetventile, die gerne mal kaputt gehen, weil innen drin Metall ist, außenrum Kunststoff. Die werden feucht, gammeln, also korrodieren. Dann platzt der Kunststoff auf und dann sind die nicht mehr ganz dicht. Und dann zieht er da Nebenluft. Ist das Ventil für die Dreiklappen? Das ist das Ventil für die Sekundärluft. Die drei Klappen, das sitzt vorne am Saugrohr. Okay, und dann gibt es noch ein drittes, was hier unten am Luftfilterkasten sitzt. Und das sitzt direkt im Spritzwasser und das geht zu 90% kaputt. Und dann ist das Problem, dass während Volllast, wenn die Saugrohrklappen auf sind, um die maximalen Volumenstrom durchzubekommen, die fallen dann mit der Zeit zu, weil der Unterdruckspeicher nicht ausreicht. Weil der Motor keinen Unterdruck mehr hat in dem Moment. Und dann kann es sein, dass das Auto entweder bei 6000 Umdrehungen Drehzahlbegrenzer geht, also Notlaufdrehzahlbegrenzer, oder er hat keine Leistung mehr, das sind dann so 300 PS. Da gibt es noch ein paar andere Sachen. Was empfiehlst du deinen Kunden? Wie oft muss man so eine BD-Reinigung machen? Wie lange hat man da Spaß dran? Also die verkoken sehr stark. Es kommt darauf an, wie man den benutzt. Brötchenhüllkurs, also wenig, viel Teillast, nicht richtig warm werden, das ist negativ. Was positiv ist, ist viel Volllast. Autobahn, richtig Pedal to the Metal, hat einfach den Hintergrund, das Ventil wird heiß und ab einer bestimmten Temperatur brennt sich das frei, selbstständig. Wenn man jetzt diesen Motor mit dem RS58T oder RS4B8, das ist ja der Nachfolger, gleiches Konzept im Endeffekt, aber ein bisschen anderer Motor vergleicht, sieht man da auch, dass die Ventilschäfte dünner sind. Bedeutet, Temperaturableitung über den Schaft ist weniger, Teller ist heißer, brennt sich frei. Das ist auch das, was ich bei den Reinigungen sehe. Die verkoken nicht ganz so stark wie die B7. Wie gesagt, Fahrverhalten. Ölwechsel ist wichtig, regelmäßig Öl, und ich habe es auch auf meiner Seite geschrieben, lieber ein dickeres Öl. Dickeres Öl bedeutet weniger Ölnebel, bedeutet weniger Ablagerung, weniger Verkorkung. Nächster Punkt ist Kraftstoff, hat auch einen Einfluss. Klar, im unverbrannten Zustand wird der Kraftstoff niemals in die Ansaugung reinkommen, aber wenn er verbrennt, ein guter Kraftstoff, zum Beispiel Aral Ultimate 102 Oktan, finde ich aktuell der beste Kraftstoff, der 102 Oktan Kraftstoff, der verbrennt sauberer, weniger Ruße. In der Abgasrückführung hat man dann auch weniger Ruße in der Ansaugung und dementsprechend verkuckt er auch weniger. Im Ganzen kann man aber sagen, dass die Motoren alle 30.000 bis 50.000 Kilometer eigentlich gereinigt werden sollten. Außer man sagt, es ist mir egal, Leistung ist mir wurscht. Oder man macht eine mechanische Reinigung und anschließend alle 5.000 Kilometer eine chemische. Das funktioniert auch. Die chemische funktioniert aber jetzt zum Beispiel bei dem verkuckten Zustand wie bei deinem Motor nicht mehr, weil es hat gar nicht so viel Zeit. Also müsste man 20 Stunden chemisch reinigen, damit das überhaupt alles angelöst wird. Das heißt, die chemische Reinigung ist wirklich nur, wenn es gerade wieder anfängt, ein bisschen zu verkoken, dass du dann das noch rausgespült bekommst. Ja, und dann gibt es halt die Möglichkeit, viele fragen mich, Ölcatch-Tank, klar, keine Frage, kann man dazwischen setzen hier zwischen dem Ölabscheider und der Entlüftung. Nichtsdestotrotz kommen Gase durch und trotzdem wird er weiter verrußen bzw. verkoken. Alle 30.000 mechanisch, alle 5.000 chemisch. Beziehungsweise ich arbeite gerade noch an einem anderen Prinzip, aber das stelle ich irgendwann nochmal in Ruhe vor, dass man halt während des Motorlaufs eine kontinuierliche Reinigung hat. Aber da muss man trotzdem vermutlich vorher einmal richtig sauber machen und dann, dass der quasi kontinuierlich gereinigt wird. Weil es fehlt halt einfach die Reinigungskraft. Luft kann nicht reinigen. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze am Ende in dem Auto läuft. Ihr seht als nächstes, wie dieser Motor eingebaut wird, und wenn dieser Motor eingebaut ist, dann würde ich sagen, komme ich auf jeden Fall nochmal vorbei. Gerne. Dann können wir nämlich nochmal dieses Insorik Leistungsmessprinzip erklären. Ja. So, da können sich wahrscheinlich viele auch nichts drunter vorstellen, weil das hat nichts mit dem Prüfstand zu tun, in Form von einem Rollenprüfstand, sondern wird auf der Straße gemacht. Genau. Ist bestimmt auch für viele interessant. Mich persönlich interessiert es natürlich, was das Ding an Bums hat danach wieder. Und ja, wir bauen jetzt nur noch die Ansaugbrücke drauf, dann ist das Ganze hier auch schon fertig. Dann auf jeden Fall danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du da warst. Ich denke mal, es wird jetzt haufenweise Leute unter euch geben, die auf jeden Fall wieder Interesse an dem B7 haben. Hoffentlich. Schöne Autos. Also ich vermisse meinen, wie gesagt. Ich auch absoluter Fan von, deswegen habe ich das Ding auch nie verkauft. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.